Okay, können wir vielleicht noch irgendwie die Pfeilspitze mitnehmen und die Pfeil dort, das Pfeil dort irgendwie mit rein tun? Nein, das hängt ja schon ganz gut so. Nein, das ist wie die Ziele, die. Nicht nötig, ich bin hier fertig. Nein, wie die Ziele. Okay, das kann man nicht wieder mitnehmen. Was von uns selbst? Und jetzt noch etwas von mir selbst. So, das sollte Natürlich. es gewesen sein. Irgendwie tut sich da nichts. Aber warum? Ach, ich Trottel. Es kocht da gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Okay, ein bisschen Spucker. Moment. Etwas aus dem Wasser, etwas aus der Erde, etwas aus der Luft und etwas von mir selbst. Nein, das hier scheint mir nicht so recht zum Rezept zu gehören. Da hörst du ein bisschen ins Das Feuer. Feuer ist sehr schwach. Ich lege mal lieber ein wenig Zündstoff nach. Ach so. Sehr schön. Und ein Teller. Es kocht da gar nicht richtig. Das Feuer. Was sagst denn du? Wir haben doch, das ist mal gerade angefeuert. Und auf ein. So, irgendwie tut sich da nichts. Aber warum? Ach, es kocht da. Ich sollte noch ein. Du hast doch schon zu nah unter das gelegt, vielleicht ein bisschen pusten. Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Okay, nehmen wir einen Teller davon. Hey, ihr Bengels, die Suppe ist fertig. Teller mit Suppe. Das jetzt irgendwo hinstellen, auf den Tisch. Den Gong betätigen. Und Badung. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Na, wartet. Wenn ich bei diesem Radau den Essensgong überhöre, werden Köpfe rollen. Tja, es ist scheinbar nicht gut genug. Ich hab da so eine Idee, bitte sag mir, dass es das nicht ist. Oh nein, der süße Kleine, bitte nicht. Endlich der Essensgong. Barney hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich No hoffe animal nicht, will dass be dieser hier eine harmed bessere during the Schimmelsuppe production, bereitet. to the Sonst gehen whisper uns die told. Leute aus. Oh, da ist das Essen. Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Okay, Spells will ich wieder absetzen. Ich hoffe, dem geht's noch gut. Dem Krabber. Schnell weg hier. Jetzt können wir doch bestimmt hier rausfliegen. Wenn er jetzt hier beim Essen beschäftigt ist, haben wir doch bestimmt Zeit, hier ganz, ganz sacht rüber zu schleichen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ist er hier? Nein, fest verschlossen. So ein Mist. Vielleicht können wir da hindurch gucken. Und den 20 Spot holen. Spot holen und hier verschwinden. Brauchen wir noch einen Schlüssel oder irgendwas für die Tür? Nein, ich komme nicht ran. Okay, vielleicht.
Spot sieht hungrig aus. Andererseits, er sieht immer hungrig aus. Nein, ich komme nicht ran. Nein, die sind nur dafür da, um mich... Und ich darf hinzu... Nein, ich komme... Wir kommen nicht ran. Ich finde die Animation ja super. Die Sabber von dem kleinen Dunterrutzt. Aber wie kommen wir jetzt hier? Wie kommen wir an Spot ran? Nein, ich komme nicht ran. Irre ich mich oder wirkt Spot ängstlicher als sonst? Mit Spot sprechen? Spot, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht wie, aber keine Sorge, mir fällt schon noch was ein. Für Spot vielleicht. Dachte ich mir. Sehr gut. Jetzt ab durch die Tür. Spot ist also unten. Und wer ist jetzt mit den Kügelchen? Sie ist verschlossen. Oh je, Spot, die Askel planen einen Angriff auf Corona. So tu doch etwas. Aber nicht in dieser Form. Dieser vielleicht. Oh je, Spot, die Askel tu. Sie ist verschlossen. Hey, Spot, hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Hätte mich auch gewundert. Vielleicht können wir irgendwas durchtrennen und... Hey, Spot. Hätte mich... Oh je, ist die Aske klar. So tu doch. Sie ist verschlossen. Okay, mit Spot kommen wir hier auch nicht weiter. Also... Spot vielleicht, den hatten wir ja. Loch in der Tür. Benutzt das Mauseloch. Nichts will raus da. Das ist mir. Hurra, Spot ist zurück. Wir haben Spot wieder. Yay. Das hat Spot wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Komm, Spot, ich will hier weg. So, da raus können wir noch nicht. Tür ist immer noch verschlossen. Ich schätze mal ja. Nein, fest verschlossen. Jan Spot kriegt das natürlich nicht auf. Und mit Spot als Waffe haben wir doch jetzt hier auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Oh, er schläft. Schlüssel mitnehmen. Hab ihn und jetzt nicht. Weg hier. Können wir damit vielleicht. Und die hat kein Schloss, die ist einfach verriegelt von außen oder so. Damit kommen wir wahrscheinlich nicht durch die Tür. Und vielleicht in sein. In seinen War Room, seinen Kartenraum. Nanu, ich sehe gar kein Schlüsselloch. Da bleibt mir wohl nur noch die Flucht nach vorn. Dachte ich mir. Aber die Tür kann man bestimmt damit aufschließen. Und da hinein. Was auch sonst. Schlachtplan mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich die Askel auf diese Weise von ihrem Vorhaben abbringen kann. Feuerspot, vernichte. Oh je, Spot, die Askel planen einen Angriff auf Corona. So tu doch etwas.
Okay, das bringt uns nichts. Ein Eimer. Nein, ich komme nicht ran. Wann kommst du jemals an irgendwas ran? Das ist doch nicht wahr. Wenn ich da nicht rankomme, dann schafft der Spot erst recht nicht. Wie du meinst, aber ich habe auch keine Idee, wie wir hier ansonsten rankommen. Hier vielleicht irgendwo einen Weg. Das ist unsere Zelle. Da sollten wir raus. Ich würde mal sehen, wo eine Sache, wo wir noch nicht gewesen sind oder so. Wir jetzt mit Spot noch weitermachen können. Okay. Hier ein Wappensymbol, irgendwas noch. Ach, das haben wir uns gar nicht angeguckt. So werde ich wohl auch enden. Jetzt guck nicht so. Dein Tag kann unmöglich schlimmer gewesen sein als meiner. Meinst du? Ich komme nicht ran, was genau genommen, aber... Okay. Gibt es doch bestimmt noch einen geheimen Raum, wo wir hin müssen oder so. Hütte am Hang. Das sieht alles ganz schön wackelig aus. Da käme ich höchstens mit dem Kanonenrohrtrick hin. Aber eine Kanone haben wir jetzt hier nicht. Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar, wenn die Askel... Ja, wenn die Askel... Wenn die Askel, bla bla. Okay, hier haben wir immer noch die Anzeige und das Ventil. Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Wir haben noch jetzt einen Schlüssel, vielleicht passt der da auch. Sehr schön. Voll aufgedreht. Und nun? Den Hebel? Nein, das EDC. Zu weit oben. Das Nein, haben wir, glaube ich, schon versucht. EDC. Okay, hat sich jetzt irgendwas verändert? Ist irgendwas passiert? Ach so, das ist die Waffenkammer und die Waffenkammer. Da kommen wir wieder runter. Da muss doch hier auf der Ebene noch einiges geben. Okay. Ein Küchenschild. Das ist offenbar nur dafür da, Leuten den Appetit zu verdecken. Das ist offen. Fressraum. Wir haben ja. Tja. Dann kommen wir jetzt hier hin. Ach, die Tonne ist jetzt bestimmt mit Wasser gefüllt. Hab keine Ahnung, was uns das bringen soll, aber... Ja. Mal schauen. Leer. Was? Leer? Okay, aber wie... Hmm.
Ich habe keine Idee. Was hat das jetzt gebracht? Was hat jetzt... Hat das jetzt das Wasser irgendwie reinstrudeln lassen? Das war da jetzt... Das Ding erhöht haben, das Ding nutzt hier... Dann wäre ich am Ventil gedreht. Nicht nötig, es ist bereits voll aufgedreht. Aber was ist passiert? Die Anzeige steht bei der ersten Markierung. Tja. Ich habe keine Ahnung. Das gibt es hier irgendwo anders noch Ventile? Hier vielleicht? In dem Raum haben wir noch nicht nachgeguckt. Das Heu. Nein, danke. Genug Heu für heute. Euer Spot. Und los, Spot. Dein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askelia den Rauch sehen. Und wieder gefangen. Oha. Pfeif auf Askelia, bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe. Inventil. Das würde ich gern, aber es ist abgesperrt. Wir haben doch einen Schlüssel, Mann. Ist doch hier. Nicht das Problem. Warum baut man ein Ventil in ein Gefängnis ein? Okay, ist jetzt irgendwas passiert? Nein, das Ding. Die Anzeige steht bei der zweiten Markierung. Jetzt gibt's noch zwei weitere. Oder was? Ja, ich habe ein Ventil gefunden. Können wir vielleicht hier irgendwas? Wir haben doch den Knüppel mit dem Knubber dran. Ach du Schreck. Oha. Aha, es bewegt sich hier der Raum. Und wir haben nur die beiden Sachen hier lieber. Können wir nochmal? Nein, von dieser Seite lässt sich die Tür wohl nur durch den Gongmechanismus öffnen. Durch den Gongmechanismus? Vielleicht kann Spot da. Durch das Loch in der Tür. Oder auch nicht. Von dieser Seite lässt sich die... Tja... Nochmal. Jetzt ist wieder die Tür wieder offen. Jetzt sind wir wieder hier an der Tollen.
Okay, jetzt sind wir hier. Und jetzt hier. Oha, ein neuer Raum. Ach, hier bin ich. Ich lasse die Tür lieber angelehnt, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Aha, das ist die geheime die Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Ui, da komme ich ins Stottern. So, hier der neue Raum. Oh, Schreck. Da gibt es einiges Neues zu erkunden. Die Tür sollte man vielleicht schließen. Trophäe. Diese ist die hässlichere von den beiden Trophäen. Ich muss meine Meinung revidieren. Diese Trophäe hier ist doch hässlicher als die andere. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Sie sind beide hässlich. Ich komme nicht ran. Himmel, bist du hässlich. Nirgendwo kommt er ran. Diese ist die hässlichere von den beiden Trophäen. Ich muss meine Meinung revidieren. Diese Trophäe hier ist doch hässlicher als die andere. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Sie sind beide hässlich. Und du bist hässlich. Das habe ich nicht so gemeint. Lea. Oje, das hat verfluchte Asthma. Was willst du? Kamin anfeuern? Wir haben noch einen Feuerspot. Es ist warm genug. Okay. Ein Ventil. Hurra. Es würde ich gern, aber es ist... abgesperrt. Du hast doch einen Schlüssel mit dabei. Das macht doch hier. Okay. Steinscheibe. Ich glaube, dafür benötigt man... Ah, okay. Da können wir dann den Raum bewegen. Okay, sag mal, was habt ihr dazu zu sagen? Ja, dieser Screen hier, ist ebenfalls entstanden, bevor wir überhaupt wussten, worum es in diesem Kapitel eigentlich geht. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Screen schon fertig war und dass wir dann halt uns überlegt haben, es wäre einfach schade, wenn man den nicht nochmal zeigt. Und dann nachher halt irgendwelche Ideen gesucht und gefunden haben, wie dieser Screen denn in das Kapitel reinpasst. Also ein bisschen fällt er vom Stil her auch raus, aber ich finde es gut, dass wir ihn noch reingenommen haben. Schöner Screen. Welch ein guter Weg, um hier... Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich diesen Screen sehe, weil ich den koloriert habe, als draußen die Weltmeisterschaft im Fußball irgendwie... Und alle am Jubeln waren und ich musste noch arbeiten, musste den Stream fertig machen. Und alle waren besoffen, alle waren am Jubeln und ich sitze zu Hause und ich glaube, die untere Kerze, die dritte von links, habe ich, glaube ich, in dem Augenblick gemalt, als Deutschland ein Tor geschossen hat. Sehr traurig. Geht so, ne? Hast du Fußball? Ich dachte vielleicht... Kriegst du mal eine Fußballreferenz? Ja. Fußball ist nicht schade. Ja. Das Vieh. Erzähl doch mal was zu dem linken Vieh da oben, das da an der Wand hängt. Die Skulpturen, die. Du bist im Schlaf gestorben. Okay, vielleicht lässt es bleiben. Vielleicht. Bade, erzähl doch mal was zu dem Vieh da oben links. Nee, sag doch mal. Achso. Alles klar, krass. Also ewig her. Da sollte man sogar, ich glaube am Anfang sollte man sogar als Mini-Spot, Mini-Sedwick da drin rumlaufen und man wäre in einem, Riesen. Raum aufgewacht. Man wäre mit einer Bodenstange da hochgekommen und oh mein Gott, das war so furchtbar. Gut, dass du es nicht geschafft hast. Ja, ja. Wirklich, aber ich erinnere mich auch, dass es im ersten Entwurf von The Whispered World, also oder nicht, vielleicht gar nicht mal im ersten, sondern in dem Bad Brain Entertainment Entwurf, dass es da zum Beispiel auch einen Stinktierhändler und so weiter gegeben hat. Ich erinnere mich an ein Stinktier.
Richtig. Ich erzähle da nichts für verrückte Sachen. Aha, okay, dann machen wir mal hier Gungerei. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Tür. Aha, da ist sehr viel passiert. Jetzt gehen wir wieder zurück, wo es vorher war. Ist ja fantastisch. Es tut hier nicht wirklich was zur Sache, oder? Und da rüttelt nur ein bisschen was. Aber voran kommen wir nicht, oder? Nicht wirklich. Sie ist verschlossen. Aha. Tja, was bringt dieser Raum überhaupt? Können wir aus dem Fenster irgendwas sehen, wenn wir hier gegenkloppen? Nicht wirklich. Sehr nutzlos. Haben wir hier noch irgendwas? Und das, was das wir aus dem Raum mitnehmen können? Der Tür, der Kabelding. Okay, was auch immer. Verstehen den Raum nicht. Ist hier noch eine andere Tür, durch die wir gehen können? Oder so, dass das hier Sinn machen würde. Was ein Fenster kriechen oder so. Wie komme ich hier mit das? Verstehe nicht, vielleicht hat es irgendwelche Auswirkungen auf das, auf den Raum dort drüben, auf den, nicht den hier, den Raum hier. Da kommen wir jetzt hier raus. Was eigentlich mit dem Fenster passiert, das jetzt da oben. Da
passiert irgendwas mit dem Fenster. Müssen wir oben noch was drehen.